Woche 3. Wie ihr wollt. Ja. Ja, gern. Wie ihr wollt. So gut ich kann. Nach dahin. Ihr habt eine neue Herausforderung erhalten. Ihr seid auf Feinde gestoßen. Sie greifen an. Der Tag. So, 48 Schaden. Los geht's. Steuern und Sold werden gezahlt. Geht mit dem Segen des Herrn. Bleib im Rest der Truppen. Das ist am besten. Nein, sind sie nicht. Da sind sie wertlos für uns. Lehrt sie das Fürchten! Das versteckte Michael von Bremen lag in Trümmern. Doch von ihm fehlt noch immer jede Spur. Wenig später entdeckte er einen Geheimgang, der durch den Einschluss des Tunnels verschüttet wurde. Von Bremen war bereits auf seine Burg entkommen. Verdammt. Isengard und den anderen blieb nichts anderes übrig, als die Burg Tarup zu stürmen und von Bremen aus den brennenden Trümmern zu schleifen. Doch hatte von Bremen auf seinen Reisen einen feindfindigen Wissenschaftler getroffen, der es verstand, aus dem explodierenden Pulver der Chinesen Waffen zu konstruieren. Ihre Zeit weist voraus war. Besiegt die Armee von Michael von Bremen, nehmt ihn gefangen. Ein neuer Auftrag. Wie ihr wünscht. Verschließt die Tore. Wir haben es mit jemandem zu tun, der Schießpulver hat. Burg Tarup ist rot. Das sind. Welche Richtung sind die? Sind die in diese Richtung? Aber sicher in diese doch. Richtung, okay. Wird gemacht. Ich tue mein Bestes. Ja, euer Wunsch ist mir Befehl. Ja, ja. Oh. Hallöchen. Ich zeige euch den Weg. Ihr seid auf Feinde gestoßen. Sie greifen an. Das ist nicht, was ich hoffe, zu sehen. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Auf die Armbrüste. Wenn auf irgendwas schießen müssen, dann schießt auf die Fernkämpfer. Feinde greifen eure Häuser an. Das sind sehr viele Bronzekanonen. In Ordnung. Es gibt keinen Grund für uns, diesen Pöpel hier nicht auszubauen. Ganz schnell auf diese Türme. Jawohl. Attacke! Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Ausbau abgeschlossen. Für Ruhm und Ehre. Angriff. Macht sie nieder. Euer Dorf wird angegriffen. Nur Mut. Wir werden siegen. Aber die Mauer hier ist, glaube ich, nicht so gefährdet. Ergreift sie. Aber die Mauer, wenn die Mauer gemeint ist, hier ist es, glaube ich, nicht so problematisch. Bis in den Tod. Attacke. Halt. Auf in den Kampf. So, damit haben wir euch. Ergreift sie. Für Ruhm und Ehre. Bis in den Tod. Ergreift sie. Jetzt könnt ihr so, zeigen, probieren was ihr wir ein paar habt. Schüsse des Tausends mit jawohl. Bogenschützen. Ergreift sie. Auf in den Kampf. Angriff. Nur Mut. Wir werden siegen. Okay, wir haben die feindlichen Fernkämpfe ausgeschaltet. Ja, mein Herr. Dafür Gruppe 0, wo seid ihr? Genau die richtigen. Könnt ihr nicht einmal an da einen belästigen mit eurem von 9 seid ihr hier. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Es ist Zahltag. Hoffentlich werden wir es immer kurz öffnen. Okay, die kommen dann von. Ich bin das Spiel zum Abstürzen, wenn das bis jetzt nicht war. Ich habe mich das Spiel damit abstürzen lassen. Ich glaube, ich habe das Spiel abgeschossen. Okay. Das ist gut zu wissen. Spiel. Abgeschossen, okay.
Nein, nein, das ist fair. Ich hab gespielt und ich hab's verdient. Lässt das Spiel aber zumindest noch beenden. Das ist ein neuer Abschluss, den hatte ich bisher noch nicht so. Ha. Taskmanager. Task beenden. Tut mir leid, Siedler. Nicht so gemein. So. Direkt wieder neu starten. Man könnte sagen, ja hoppala. Da habe ich es wohl kaputt gespielt. Wir brauchen Diebe. Ich hatte sowieso vor, ein paar Diebe theoretisch loszuschicken. Aber wir können keine Kanonen bauen, dementsprechend. Dementsprechend können wir das Bevölkerungslimit nicht überziehen. Das bedeutet, wir werden auf sehr wenig Diebe angewiesen sein, die wir einsetzen können. Denn die Stadt ist sehr gut befestigt. Ein frontaler Angriff ist eine ziemlich blöde Idee. Wirklich? Wir haben schon wieder nichts vorgespielt. Ich habe an diesem Punkt niemand anderen mehr zu beschuldigen als mich selbst. Ein neuer Auftrag. Na gut. Ach ja, deswegen konnten die hier nicht lang. Okay, ihr könnt jetzt lang gehen, wo immer ihr wollt. Ja. So, Gruppe 0. Gruppe 8, kommt mal hier rüber. Ah ne, ihr seid noch im Schwefelhaken, okay. Dann haben wir den Alten übers Ohr gehauen und er... Mein Fehler. Kommt nicht wieder vor. Dach, Chef. Könnt ihr nicht einmal einen anderen belästigen mit eurem Rumgeschubse? Ja, gerne. Ja. Jawohl. Mit Vergnügen. Ja. Oh, das hat geklappt. Ja, es ist Zahltag. Aber sicher doch. Ja, wir können aber das Gebiet, die ganze Geschichte ein bisschen umgehen. Interessant. Hier gibt's nichts mehr zu holen. Ausbau abgeschlossen. Ausbau. So. Für euch doch immer. Gruppe 8, ich hab nichts mehr zu tun. Wir wollen hier ein bisschen freiräumen. Und dann? Dann haben wir möchten in der Taverne stehen, haben, dass wir ein paar Diebe durchbewegen können, wenn wir wollen. Wir werden nicht mit Doppeltoren arbeiten, weil Doppeltore hier vielleicht ein bisschen problematisch. Also hier, zweifach Tore ja. Aber nicht gedoppelte Tore. Wir werden keinen Zwinger bauen. Auch wenn wir können. Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Also damit würden wir nur unsere eigenen Truppen auf Tor zu sehr funneln. Und das wollen wir ja nicht. In der Theorie könnten wir natürlich jetzt den ganzen Kram bis hier vor die Stadt setzen, hier direkt schon zumachen. Aber wenn wir da zumachen, kriegen wir da definitiv keinen Dieb mehr durch. Gruppe 6. Ja. Gruppe 4. Nein, ich wollte euch zu Gruppe 3 machen. Oh Gott, was habe ich getan? Das kann ich. Wie ihr wünscht. Ihr da. Wir sind entlassen. Wir brauchen den Platz für ein paar Diebe.
Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Wir brauchen sowas von Sprengpulver. Ja, wie ihr wollt. Ja, in Ordnung. Seid unbesorgt. Ja, mein Herr. Zahltag. Das ist eine blöde Situation hier. Das ist ein enger Gang nach oben. Aber sicher doch. Seht her. Schaut in die Ferne. Seht her. Ich zeige euch den Weg. Schaut in die Ferne. Ich verstehe aber nicht, wie ich die ganze Zeit schaffe, so wenig zu speichern. Ich meine, ich weiß, ich müsste mehr speichern. Aber wenn wir den Erfinder machen, kriegen wir vielleicht Erfinderregeln. Vielleicht kommen wir dann selber an das Schwarzpulver. Jawohl. Seht her. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Kein Problem. Könnt ihr nicht einmal einen anderen belästigen mit eurem Rumgeschubse? Fertig. Und dann, hier Freiraum für die Kaserne. Haben wir den allen übers Ohr gehauen und der. Wollen so Nahkämpfer auch ein bisschen Hilfe im Leben brauchen. Und wisst was, wir drehen die Steuern kurz mal hoch. Die Veruntreuung blutet uns ein bisschen aus. Die ganze Zeit über. Wie geht es überhaupt unseren Banken? Ah, die produzieren so gut wie gar nichts. Das Geld, was die Banken produzieren, geht einfach sofort weg. Ah, nein, ich glaube, ich vermute was anderes. Die produzieren wahrscheinlich ordentlich was. Zumindest ein bisschen was. Ah, bei jedem Zahltag kommt das Geld natürlich direkt wieder zurück. Dann wird das Geld irgendwie umgewandelt. Der Stadt. Schaut in die Ferne. Seht durch mein Fernglas. Seht her. Zahltag. Aber sicher. Doch. Okay, der Bürgermeister möchte mit uns sprechen. Wahrscheinlich, weil es so viel veruntreut wurde. Kümmern wir uns jetzt direkt darum. Sicher. Wahrscheinlich musste eine gewisse Menge veruntreut werden, damit der Bürgermeister pissig genug wird. Das konnte die Steuern irgendwie schneller erreichen. Dann kümmern wir uns auf jeden Fall zuerst darum. Denn wenn wir den Kampf angefangen haben, kommen wir wahrscheinlich nicht mehr eine ganze Weile nicht mehr dazu. Ja. Eure Arbeiter empfangen den Segen durch die Priester. Zahltag. Seid gesegnet. Wie geht's eigentlich in unserer Schwefelversorgung? Ah, der geht's ja super. Eure Arbeiter empfangen Kollekte müssen wir gleich nochmal rausprügeln. Durch die Priester. Eure Priester segnen die Bewohner okay. der Stadt. Kümmern wir uns zuallererst um die Veruntreuung. Ja, in Ordnung. Natürlich. Sicher. Es sind nun schon wieder 3706 Taler verschwunden. Unser Hauptmann ist auch noch nicht so aufgetaucht. Ihr seid also ein kluges Bürchen. Was sollen wir tun? Dem Verantwortlichen muss eine Falle gestellt werden. Ich würde mich dazu bereit erklären, im Schatten der Burg aufzulauern. Ich versichere euch, er wird enttarnt werden. Ah, gut. Okay, jetzt dürfen wir irgendwas derartiges tun. Stellt euch verantwortlich für die Veruntreuung. Als die Nachricht kam, dachte ich irgendwie, oh, Veruntreuung, wir können irgendwas dagegen tun. Es ist Zahltag. Ja. Im Schatten natürlich. Der Burg. Im Schatten der Burg ist hinter der Burg, okay. Ja. Okay, gehen wir hinter die Burg. Ja. Stellt euch verantwortlich für die Veruntreuung. Pfand, bevor wir das tun... Schwerter. Ich traue dem unseren Spaß nicht. Wir kümmern uns darum. Also könnte es dann sein, dass die dann hier wütend werden. Quicksave einfach. Okay, jetzt müssen wir wahrscheinlich auf den Zahltag warten. Jawohl. Sicher. Wenn Gott es so will. Es ist Schatten, oder? Das ist Schatten von Burg. Licht kommt von hier so.
Dementsprechend ist das der Schatten. Ich speichere. Ich trau mir selbst nicht mehr. Wir haben auch so einen Namen der Rose-Spielstände. Von vor Ewigkeiten. Das ist schon Jahre her. Gut, dann soll es also gleich passieren. Hoffentlich. Bestimmt liege ich jetzt schon mal falsch. Haltet ein mit eurem Diebstahl. So nehmt die Kapuze ab, damit ich sehen kann, wer ihr seid. Der Hauptmann, ihr habt das Geld verschwinden lassen. Ich werde euch dem Gericht übergeben. Was habt ihr zu eurer Verteidigung zu sagen? Ich kann euch an dem Geld verteidigen, das in all den Jahren abgezockt habe. Ich würde euch 6.000 Taler überlassen, wenn ihr mich ziehen lasst. Solltet ihr mich am Ende noch einlochen wollen, müsst ihr mit den Konsequenzen rechnen. Nein! Konsequenzen sind wahrscheinlich, dass die Banditen da hinten ausrasten werden, aber wir lassen uns weder bedrohen noch bestechen. Du bist unter Arrest. Lass mir Konsequenzen haben. Meine Freunde werden sich das nicht einfach so ansehen. Sie werden mich schon bald aus dem Kerker holen. Mit Gewalt. Sollen sie doch. Ich habe keine Angst vor ihnen. Feinde greifen ich wusste es. Häuser an. Ich wusste es. Ich habe es gefühlt. Ich habe die Erschütterung in der Macht gespürt. In Ordnung. Natürlich. Sie sind echt nicht glücklich. Aber wir waren so voraus und haben das einfach direkt dicht gemacht. Wir wussten, dass ihr das versuchen würdet. Bringt er mir einen Sitz hinten rüber. Wie ihr wünscht. Was die Helden angeht, hierhin. Ja, in Ordnung. Sofort. Euer Dorf steht unter. Lasst uns das Laboratorium in Ruhe, ihr absoluten Drecksäcke. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ah, übrigens. Hupp. Und da haben wir wieder einen neuen Turm. Na gut. Ja, Herr. In Ordnung. Jawohl. Ausbau fertig. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Ich tue mein Bestes. Attacke! Ausbau abgeschlossen. Wir haben gelernt aus damals. Gebt Acht. Euer Dorf wird angegriffen. Jawohl. Unsere Erlebnisse haben uns darauf vorbereitet. Bis in den Tod. Hey, Turm. Auf in den Kampf. Lehrt sie das Fürchten. Dafür sind wir genau die Richtigen. Ja. Streitet furchtlos. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Angriff. So, gebt richtig Schub. Der Feind attackiert eure Siedlung. Nur Mut. Wir werden siegen. Angriff. Auf in den Schutz der Tausend, Schutz der Tausend, Schutz der Tausend. Auf in den Kampf. Macht sie nieder. Lehrt sie das Fürchten. Ja, gern. Wie ihr befehlt. Helias, renn! Natürlich. Angriff! So gut ich kann. Ja, in Ordnung. Attacke! Ihr werdet angegriffen. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Auf in den Kampf! Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Das kann ich. Attacke! Ja, jetzt erreicht den Ballisterturm plötzlich. Auf in den Kampf! Ergreift sie! Jawohl, in Ordnung. Wie ihr. Wieso bin ich immer so versucht, den Schubknopf gedrückt zu halten? Nur Mut! Ja, und gerade ist jetzt eher ohnehin wieder nur Resteverwertung. Nein! Beteiligt euch! Schütze! Ihr seid angegriffen. Zahlt da. Auf in den Kampf!
Warum seid ihr so? Warum könnt ihr normal sein? Ja. So soll es sein. Seid unbesorgt. Also einmal nach euer hier. Euer Wunsch ist mir Befehl. Ja! Euer Wunsch ist mir Befehl. Für Ruhm und Ehre. Attacke! Euer Wunsch ist mir Befehl. Ich wusste, ihr auf eurem Hügel würde uns hier... Zahltag. Oh.